Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Monster Hunter World. Ja, heutiges Ziel ist der Korallen-Puke-Puke. Wie der Name es schwer vermuten lässt, ein naher Verwandter, eine Unterart des normalen Puke-Puke. Und ich muss sagen, mal davon abgesehen, dass er höhere Werte hat, finde ich den eigentlich auch einfacher sogar zu töten, denn er agiert nicht mit diesem nervigen Gift wie sein Verwandter. Der Korallen-Puke-Puke greift mit Wasser an und ist selbst gegen Eis und Gift anfällig. Das ist auch der Grund, warum ich hier meine wunderschönen Giftdolche mitgenommen habe. Ja, ansonsten, die Movesets sind einigermaßen gleich geblieben. Halt bis auf die Tatsache, dass er mit Kopf und Schwanz einen Wasserstrahl schießen kann. Also, ich sage jetzt mal, eingeschränkten Distanzkampf hat er. Und ja, von den zu jagenden Monstern des DLCs eindeutig einer der einfacheren Vertreter. Das wird auch einer der wenigen letzteren einfachen Vertreter sein, denn ja, die danach werden deutlich schwerer. So, das ist der Palomo, den suchen wir nicht, sondern wir hoffen, dass wir hier den Puke Puke irgendwo finden. Das da hinten ist der Zitze Jakub bestimmt, mal schauen. Ne, das sind bloß die normalen Charmos. Okay. Nee, da geht's nicht. Ha, wir haben eine Spur irgendwo. Ach, da ist er doch auch. So, dann legen wir noch mal ganz brav los und ärgern ihn ein bisschen. Der Witz ist, selbst da, wo kein Wasser ist, kann er Wasser schlucken. Na, wo willst du hin? Ach, du spielst nicht mit Sitzia Kuh in hier. So, ihr seht, der Schwanz ist vollgeladen. Das heißt, er kann auch gleich so eine Art kleine Explosion machen. Ist auch einer seiner Schwachstellen. Oh, und jetzt hat er sich sehr gruselig mal wieder eingemischt. Zack. Ah, der Flint ist versuchen, wenn man zur Gelegenheit. Vor mit dir zum Kopf. Da hoffen wir ja, dass das der Wand ist. Ja, sehr schön. So, wir mischen glücklich mal auf den Schwanz ab. Das macht die Sache ein bisschen einfacher, aber er verliert deswegen noch lange nicht seine Fähigkeit, mit Wasserangriff zu agieren. Das kann er trotzdem. Das Gift wirkt auch schön, wie ich sehe. Er ist eigentlich fast perma vergiftet. Wo macht er hin? Nein, wir wollten die Deutsche wegstecken. Genau. Ich musste kurz mal erst ein bisschen looten. Jetzt schauen wir mal, was unsere Speerkäfer sagen. Ab nach oben, okay. Klinge sieht auch noch scharf aus. Alles wunderbar. So. Da ist er doch wieder, unser Freund. Da schreien wir uns an. Okay. Gut, aber ich kann meinen Schwanz mit. Oh, du bist direkt umgefallen. Die sind von mir. Schwachstelle haben wir auch noch verursacht. Wunderbare Gelegenheit, um den zu tun. Ich glaube, er ist noch ein bisschen desorientiert und weiß gerade, wo wir sind. Und ja, da seht ihr, da geht sein Schwanz ab, die Schmutzkatze. Das
du irgendwann im Spiel, fragt man sich, was passiert hier eigentlich? Das ist, wenn man dann einfach nichts mehr sieht. Ja, die bisschen Schaden können wir locker einstecken, hier gibt es genug mehr Energie zu rein. Oh, wenn wir Glück haben, haben wir nicht. Also ich vermute mal sehr stark, dass sein Schwanz im Distanzkampf extrem gefährlicher ist als im Nahkampf. Aber ihr seht, im Nahkampf kann er eigentlich uns mit dem Schwanz wenig anhaben, außer halt uns die kleinen Ohrfeige zu verpassen, was auch sein normaler Freund und Artverwandter der Puke Puke kann. Ah, kommen wir an den Punkt, wo wir gekloppt rumrennen. Glück, kriegt man ihn gegen die Wand. Nee, ich will auf den Kopf. Genau, dahin. Yep. Wunderbar. Und immer drauf. Schön, lebt es auch noch. Danke, mein kleiner Palico, dafür. Meine Güte, es dauert aber heute ein bisschen lang. Ich habe das Gefühl, wir kriegen den Tod, bevor es etwas angeht. Das ist jetzt nicht so viel schwer. Aber etwas verwunderlich. Ups. Ach, Tsitsiaku. Oh, versuchen wir es mal. Ach kommt, das kann schon schaden. Na, hat nicht geklappt. Versuch was wert. Das muss der weg. Das ist zu weit, das schaffen wir nicht. Doch, es hat noch gezählt. Ja, was machst du, Kluges? Bisschen Rodeo, ist auch nicht. So. Na komm. Komisch finde ich halt immer nur, dass wenn man drauf ist, gerade mal einen Schaden macht. Der einzige Vorteil ist halt, man kriegt selbst nicht wirklich viel Schaden und irgendwie schafft man es, ihn down zu kriegen dann immer. Oh, danke, meine kleinen Helfer. Ah, ich glaube, weil ich den geritten habe, aber konnte jetzt hier nicht reinsteigen. Und der Schwanz ist ab. Jetzt hat er auch keinen Bock mehr. Wir abhauen. Mal sehen, ob wir ihn wütend genug kriegen. Nö. Der ist clever genug, vorher abzuhauen. Gut, nehmen wir erstmal den Schwanz raus. Die Lebensrettermante ist auch wieder aktiv. So, noch was Interessantes. Nicht direkt. So, dass das ein bisschen anstrengend war. Schärfen wir mal kurz unsere Waffe. Und dann geht's gleich weiter. So. Nach unten. Okay. Ah, die Dinger mag ich sowieso. Die kann man gut festhängen. Moment, das ist aber nicht... Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich die Insektenlarve haben, aber gut. Fällt unter dem Motto, man kann nie genug haben. So, da ist er wieder oder immer noch. Schauen wir mal, vielleicht haben wir Glück, der rennt die Schlafkröte rein. Mal schauen. Na komm her! Er ist zwar reingerannt, aber das hat ihn relativ wenig interessiert anscheinend. Nee, doch nicht. Er legt sich hin. Wenn wir Glück haben, schaffen wir es, ihn noch gegen die Wand zu bringen. Yeah. Das läuft. Okay. Ah, das... Wird jetzt aber eigentlich mal Zeit, dass du wieder ein bisschen vergessen bist. Ich habe schon eine Waffe komplett auch ausgelegt. Jetzt ist er vergiftet. Ja, das habe ich gemerkt. Das war zu eng.
Ups, nein, dich wollte ich gar nicht. Vielleicht haben wir Glück, dass wir den Gegner da geschaut haben. Oh, der ist zu akku. Aber er humpelt. So, mit dir will ich eigentlich nicht spielen. Du bist nicht mein Ziel. Echt? Was hast du denn hier? Ich wollte nur den Honig mitnehmen. Gut, dann haben wir jetzt halt auch Palomo-Federn. Hui. Bin ich nicht bald weit genug weg, dass ich mich mal kurz schnell heilen gehen kann? Mann, Mann, Mann. So. Von welchem Ort kommen wir denn am schnellsten dahin? Ich behaupte mal hier, weil wir dann einfach überall runterspringen können. So, kurz mal heilen. Und dann geht's auch weiter. Nebenbei, dieses kosmische Outfit von meinem Palico ist vom aktuellen Event. Fand ich relativ cool. Das UFO, was es dazu als Waffe gibt, habe ich nicht genommen. Einfach, weil ich meinen Glückchenstab, der Lemo hat, einfach genial finde. Den gebe ich auch so schnell nicht wieder her, bis ich irgendwas anderes habe, was irgendwie gleichbedeutend ist. Grobe Richtungsangabe, links, rechts, unten, oben. Rechts, gut. Ja, noch ein bisschen Munition mit. Hä? Ach, er schläft. Festgehakt. Das ist das, was eigentlich vor uns kommt, hatte ich schon. Krass wäre natürlich wirklich, hätten wir es geschafft, die Schwachstelle zuzufügen. Wir hätten jetzt richtig schön scharf rein gedrückt. Ja, gemein. So, sparen wir uns ein bisschen Zeit? Ja. Auch nicht, wir haben 4 kostenlose erste Hilfen da. Oh, ich glaube, das ist ein Weg. Ja, das ist ein Vulkaner. Mit Vulkaner möchte ich nur ungern streiten. Zumindest aktuell. So. Jetzt sag mir, liebe Käferchen, wo ist er denn schon wieder hin?
schön aus. Nehmen wir doch gleich mal direkt eine passende Probe, direkt unter ihm. Nein, bin ich schon wieder weg? Ich glaube nebenbei, es wird auch wieder mal Zeit, was zu essen. Da. Ja. So. Na, wo bist du denn? Jetzt eigentlich, wir müssen einfach im Kreis rennen. Ah, sieht fast so aus. Na klar, er ist wieder zu seiner Schlafstätte zurück, oder er versucht es zumindest. Wenn ich das mache, während du ihn legst, was versuchst du dann? Okay. Oh, hat nicht gereicht als Band. Ha, hab dein Kopf. Nix da. Mach jetzt den Angriff, komm. Geht doch. Und damit ist er down. Ja, wie gesagt, so schwer war er nicht. Nächstes Mal sehen wir zurück mit einigen echt schweren, teilweise schnellen und starken Viechern. Bis dahin wünsche euch viel Glück, viel Spaß, hoffe wir sehen uns wieder. Und mögen die Gaming-Götter mit euch sein. Tschüss!